Nihao de Gua. Nihao Deutschland. Die dynamischste Ökonomie der Welt. China. Moderne Skylines, Megacities, Hochgeschwindigkeitszüge und eine digitale Revolution, die fest im Alltag verankert ist. Die groß angelegte Kampagne Made in China 2025 soll das Reich der Mitte jetzt auch technologisch an die Weltspitze bringen. Bewundertes Vorbild ist dabei Made in Germany. Die Arbeit deutscher Ingenieure, ihre zuverlässigen und zukunftsweisenden Produkte und Maschinen. Längst ist China zum Turbo für die deutsche Autoindustrie geworden. Wo früher Fahrräder Chinas Straßenbild prägten, glänzen heute überall deutsche Automarken. Deutschland ist der wichtigste europäische Handelspartner der chinesischen Wirtschaft. Der Ausbau der neuen Seidenstraße lässt bereits jetzt 18 Güterzüge Woche für Woche zwischen Peking und Duisburg in Nordrhein-Westfalen pendeln. Tausende chinesische Unternehmen haben mit mehr als 100.000 Mitarbeitern ihre Wurzeln in Deutschland geschlagen. Und ebenso sind mehr als 100.000 Bundesbürger in 8.000 deutschen Unternehmen auf chinesischem Boden tätig. Sie bringen ihre Kultur und Lebensart, ihr Wissen und ihr Können mit ins Gastland. Ihre Geschichten erzählt Nihao Deutschland. Die neue TV-Sendung der größten Nachrichtenagentur der Welt, Xinhua. In Koproduktion mit DFA, Deutschlands erster Fernsehnachrichtenagentur. Willkommen bei Nihao Deutschland. Chinesen in Deutschland und Deutsche in China. Das sind viele faszinierende und spannende Geschichten. Denn inzwischen leben zigtausende im jeweils anderen Land. Diese Menschen lernen Sie hier bei uns kennen. Denn Ihre Geschichten sind unsere Geschichten. Unser heutiger Gast hat dieses Solarfahrzeug entwickelt. Herzlich willkommen, Niklas Kals. Hallo. Hallo. Du und dein Studententeam, ihr habt den Wagen entwickelt. Was kann der Huawei Sonnenwagen? Unser Huawei Sonnenwagen kann mit der Leistung von einer Küchenmaschine 3000 Kilometer durch Australien fahren. Und das nicht nur einfach fahren, sondern wirklich ein Rennen fahren mit 90 Stundenkilometer als Durchschnittsgeschwindigkeit. Niklas, toll, dass du da bist. Wir unterhalten uns gleich noch ausführlich und dann musst du uns bitte erzählen, wie ihr auf dieses tolle Projekt gekommen seid. Sehr gerne. Bis gleich. Diese junge Heilpraktikerin in Hamburg hat sich auf TCM spezialisiert, die traditionelle chinesische Medizin. Nicht als Alternative zur Schulmedizin, wie sie selbst sagt, sondern als Ergänzung. Und einer ihrer Schwerpunkte ist Akupunktur. Ganz feine Nadeln, die in dieser Größe ehrlich gesagt nicht ganz schmerzfrei aussehen. Ich möchte Ihnen Julia Stier vorstellen. Manche haben noch ein bisschen Angst, dass es wehtun könnte oder unangenehm sein könnte. Und das geht aber dann schnell vorbei, wenn sie die erste Behandlung hinter sich haben. Eine ihrer Patientinnen ist Michaela Ruhlmann. Sie hatte einen Schlaganfall. Lange litt sie an den Folgen, aber sie hat Hilfe gefunden in der TCM. Wie geht's dir heute? Gut, danke schön. Ich habe sehr gut geschlafen. Ja, das war meine Frage. Ich musste nicht so oft aufstehen. Gut. Und hatte auch keine Hitzewallungen. Ganz, ganz toll. Ich habe wirklich auch kein Kopfkino. Konntest du gut einschlafen? Ja, ich konnte sehr gut einschlafen. Und auch und die Nacht durchschlafen, ja. War super. Wie viele Stunden ungefähr? 7. Ah, das ist doch prima. Ja, das ist schon ganz toll. Ich hatte einen Schlaganfall und aufgrund dessen meiner vorherigen Schwierigkeiten lief gar nichts mehr. Ich konnte meinen Alltag nicht mehr gestalten, ich hatte keine Kraft, ich konnte nicht sauber machen, ich konnte nicht mehr einkaufen gehen, ich fand mich in meinem Alltag überhaupt nicht mehr zurecht. Ich hatte Angstzustände, ich hatte wie gesagt, die Hitzewallungen traten wieder auf. Ich hatte Herzrasen, Bluthochdruck und bin dann zum Arzt gegangen, habe Psychopharmaka bekommen, die mich aber völlig lahmgelegt haben. Und ich habe gedacht, es geht einfach nicht mehr weiter. So magst du eigentlich nicht mehr leben. Es ging mir also unheimlich schlecht.
Und dann bin ich zu Frau Stier gegangen und Frau Stier hat mit mir innerhalb von 10 Behandlungen mir sehr, sehr geholfen, meine Psyche wieder aufgebaut, dass ich wieder schlafen kann, dass ich keine Angstzustände habe, dass ich keinen Herzrasen habe, ich habe keinen Bluthochdruck mehr. Da du in letzter Zeit noch starke Zahnbeschwerden hattest und eine Zahnentzündung, stechen wir heute zum Beispiel auch wieder einen Punkt, der einen großen Einfluss auf den Gesichtsbereich hat und dadurch auch auf die Zähne. Das finde ich ganz toll, dass du das machst. Sehr gut. Ich habe es nicht gemerkt. Bei der Akupunktur greift man durch das Setzen von Nadeln in spezifische Punkte in bestimmte Regelkreisläufe des Körpers ein. Man kann dadurch Disbalancen wieder ausgleichen und den Körper grundsätzlich eben wieder in Balance bringen und harmonisieren und dadurch Störungen und Krankheiten lindern und behandeln. Mit der TCM oder speziell bei mir mit der Akupunktur kann man grundsätzlich eigentlich erstmal alles machen. Also am bekanntesten ist natürlich die Schmerztherapie. Da können wir schnell und effektiv helfen, auch bei chronischen Schmerzzuständen, aber eben auch bei akuten Sportverletzungen oder ähnlichem. Dann gibt es enorm viele Patienten, die zu uns kommen, wegen zum Beispiel Verdauungsbeschwerden, wegen Schlafstörungen. Es ist immer sehr schön zu sehen, wie Patienten auch häufig mit nur vielleicht einem bestimmten Symptom kommen oder einem Problem, mal wegen Kopfschmerzen. Und dann wir im Verlauf der Behandlung sehen und auch die Patienten merken, was dahinter steckt und welche anderen Pathologien damit noch einhergehen. Sachen, die ihnen vorher als selbstverständlich erschienen sind. Vielleicht sowas wie, ich habe nach fast jedem Essen Bauchschmerzen oder eben ne, meine Kopfschmerzen sind dann und dann ständig aufgetreten. Und sowas behandeln zu können und so wirklich den Alltag nachhaltig zu beeinflussen und die Lebensqualität der Leute entscheidend zu verbessern, das ist das Schöne daran. Frau Stier hat mir sehr, sehr geholfen. Es ging mir wesentlich besser. Ich hatte keine Hitzewallungen mehr. Ich hatte auch kein Herzrasen und mein Blutdruck war auch wieder normal. Und ich konnte meinen Alltag auch wieder sehr gut organisieren und gestalten. Es geht mir wirklich sehr gut und ich habe wieder Lebensqualität. Eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Unser heutiger Gast ist ein 25-jähriger Solarrennwagenentwickler, Niklas Kaltz. Niklas, ihr habt über ein Jahr an eurem Huawei-Sonnenwagen entwickelt. Ihr habt das Ergebnis vor kurzem in Peking vorgestellt. Das war bestimmt ein toller Moment. Für uns war das natürlich ein sehr, sehr spannender Moment. Wir haben da Feedback bekommen können zu unserer Entwicklung vom Team, was schon zweimal teilgenommen hat. Die haben uns natürlich dann auch ausgefragt, wie wir das so gemacht haben. Aber das war gegenseitig ein super entspannter und sehr, sehr wirklich interessanter Erfahrungsaustausch zu sehen, wo waren Knackpunkte in der letzten Saison, wo sind sie vielleicht in dieser Saison. Und das war einfach super wertvoll, da mal die Gelegenheit zu haben, mit dem anderen Team zu reden. Das heißt, ihr konntet auch noch da jetzt was verbessern, optimieren danach? Wir haben unsere Ersatzteilstrategie nochmal überdacht. Also das ist wirklich ein Rennen, was 3000 Kilometer lang geht, mit vielen Widrigkeiten zwischendurch. Da muss man schon ein paar Teile dabei haben, wenn dann irgendwie eine Achse bricht, dann wäre es doof, dann nach 500 Kilometern da am Rand zu stehen und nicht mehr weiterfahren zu können. Erzähl mir mal bitte ein bisschen mehr über das Rennen. Wer veranstaltet das und wann findet das statt? Das Rennen wird veranstaltet von Bridgestone World Solar Challenge. Das findet alle 2 Jahre im Oktober in Australien statt. Und zwar findet das von Adelaide bis nach Darwin. Man durchquert einmal den kompletten Kontinent und ist dabei im Wettstreit mit etwa so 40 anderen internationalen Teams von anderen Spitzenuniversitäten und guckt, wer mit seiner Ingenieursleistung praktisch am schnellsten die Strecke zurücklegen kann und am Ende dann den Pokal mit nach Hause nimmt.
Hat eure Hochschule da schon mal gewonnen? Unsere Hochschule hat da noch nicht gewonnen, aus dem einfachen Grund natürlich, weil wir jetzt zum ersten Mal jetzt teilnehmen. Ah, okay. Nee, also wir sind definitiv da noch Underdog. Andere Universitäten nehmen da seit 10 Jahren teil. Wir wollen teilnehmen, wir wollen gut teilnehmen, wir wollen vorne mitfahren, aber das ist natürlich ein riesiges Projekt, super umfangreich, technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Von daher, wir sind sehr gespannt, wie es werden wird und wie wir abschneiden werden. Was ist denn die größere Herausforderung, dass der Wagen 3000 Kilometer durchhält oder dass er schneller ist als die anderen? Das ist exakt die richtige Frage, denn viele Teams kommen gar nicht erst im Ziel an. Man darf es nicht unterschätzen, wie widrig die Bedingungen da sind. Das Fahrzeug muss so konstruiert sein, dass es möglichst energieeffizient ist. Das heißt, man spart an Gewicht überall, aber es muss trotzdem noch so robust sein, dass es ganz einfach Kuhgitter am Boden, wo man drüber fährt, müssen noch ausgehalten werden können. Das Fahrwerk darf nicht brechen. Das heißt, man ist immer so ein bisschen im Trade-off zwischen: Das Fahrzeug muss sehr leicht sein und sehr energieeffizient sein, aber es muss auch solide sein und 3000 Kilometer lang durchhalten. Und habe ich das jetzt richtig verstanden, dass in Peking auch dann Studenten von anderen Unis da waren, mit denen ihr euch austauschen konntet? Genau, richtig. Wir haben da mit dem ehemaligen Team des Beijing Institute of Technology reden können, die jetzt dieses Mal zum ersten Mal teilgenommen haben. Aber der Professor hatte da schon die letzten 2 Jahre das wirklich fachmännisch betreut. Und mit denen konnten wir uns über auch so Alltagssituationen einfach mal austauschen. Und bist du dir sicher, dass die euch Tipps gegeben haben, die euch auch helfen? Weil die wollen ja auch gewinnen. Ich bin da sehr, sehr sicher. Also der Professor war sehr, sehr offen, was da seine Erfahrungen angeht. Bei der World Solar Challenge, es ist ein kompetitiver Wettbewerb, definitiv. Aber es ist studentisch dominiert. Das heißt, die Teams, die helfen sich untereinander, wenn da mal was fehlt beim Qualifying, wird auch mal das Ladekabel dem anderen Team geliehen. Das ist dann mehr da zumindest vor dem Team und beim Qualifying miteinander, das Gegeneinander. Klar, jeder will gewinnen, aber das ist eine ganz gute Atmosphäre da. Der Solarwagen ist das eine. Du warst du das erste Mal in China? Ich war das erste Mal in China, genau. Und du bist auch noch länger geblieben. Was war denn dein Eindruck von dem Land? Ich fand es ein super spannendes Land, total vielfältig. Also ich vergleiche das gerne so mit Europa. Viele nennen ja China als das eine Land, ein China. Aber ich finde, China ist nicht ein Land. China ist so vielfältig, hat diverse unterschiedliche Kulturen, die auch wieder zusammenkommen, vergleichbar zu Europa. Nur dass es halt nicht so viele Länder sind, sondern ein einziges Land ist. Super Erfahrung. Ich bin stark begeistert von dem Land. Ich höre gerne nochmal zurück. Von daher. Mich interessiert jetzt noch, wenn der Wagen fertig ist, die erste Testfahrt. Wisst ihr schon, wer die machen darf? Die erste Testfahrt, das wird, glaube ich, ein sehr emotionaler Moment. Ob das jetzt der Vorstand machen darf oder der erste Fahrer, das wissen wir noch nicht so ganz. Ich stelle mir vor, jeder will die erste Fahrt machen. Genau, wahrscheinlich. Der als erstes am Steuer ist, der darf es dann machen. Nee, das ist noch nicht entschieden. Also. Und wie macht ihr das dann in Australien? Seid ihr alle mit vor Ort? Werdet ihr alle mal fahren, euch abwechseln, wie bei einem Etappenstaffellauf? Also bei uns werden das Team besteht so aus so 40 Leuten. Wir investieren da seit gut 1,5 Jahren einen Großteil unserer Freizeit rein, eine Zeit neben dem Studium rein. Von daher ist es auch so ein bisschen das Baby von uns allen. Und wir wollen das natürlich mitverfolgen. Das heißt, ich würde sagen, so 30 Leute werden schon das Fahrzeug dann begleiten in Australien. Mhm. Wer das letztendlich dann fahren kann, das müssen wir noch mal gucken. Der leichteste vielleicht von euch? Ja, so einfach ist es nicht. Das dachten wir auch am Anfang. Aber die Regularien schreiben vor, alle Fahrer, die weniger wiegen als 80 Kilogramm, werden durch Sandsäcke künstlich schwerer gemacht. Und dementsprechend haben alle Teams die gleiche Voraussetzung. Aber 80 ist die Grenze? 80 ist die Grenze. Also jemand, der über 80 Kilo ist, muss entweder eine Saunakur machen oder kann leider kein Fahrer bei uns werden. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg für das Rennen. Und ich würde mich freuen, wenn du dich meldest, wenn ihr euren Wagen das erste Mal testet. Vielleicht können wir euch ein Team vorbeischicken. Oder würde er sogar hier ins Studio passen, der Wagen? Selbstverständlich. Wenn er fährt, dann fahren wir hier gerne rein, ja. Da sollten wir drüber nachdenken. Niklas, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke, dass du die Geschichten und die Erfahrungen mit uns hier geteilt hast. Sehr gerne. Man sagt ja, Musikalität liegt in der Familie. Tianhua Yang allerdings hat ihre Leidenschaft für die Geige eher ganz zufällig entdeckt. Und aus der Leidenschaft ist inzwischen sogar professionelle Kunst geworden. Ich kam von einer nicht musikalischen Familie. Meine Eltern und überhaupt kein einziger in meiner Familie hat mit Musik zu tun gehabt. Aber dennoch hörte meine Eltern, als ich klein war, durchaus viel von Mozart, Bach, so die sogenannte leichte Klassik. Natürlich sind die nicht leicht, aber eben so die leicht zugängliche für normale
nicht musikalische Menschen, würde ich so sagen. Inzwischen ist die Bühne ihr Zuhause. Sie liebt es, dort zu stehen. Mittlerweile begeistert sie ihr Publikum in Konzertsälen weltweit. Mit der Geige habe ich angefangen, als ich 4 war. Und das war am Anfang eher ganz locker. Also es war, ich habe dann damit umgespielt. Es war so eher wie so ein Spielzeug halt. Ich kann mich aber trotzdem doch erinnern, als ich dann zum ersten Mal die Geige auf dem Schulter getan habe und darauf gespielt habe, dass ich sofort diese Vibration von der Geige auf meinen Körper gespürt habe. Und das hat mich total berührt. Und das war Anfang der Liebesgeschichte. Ob ich dann noch nervös bin da vor dem Auftritt? Verschieden. Also ich würde sagen, meistens nein. Denn das macht man jede Woche. Weil jede Woche man immer so mit Herzklopf auf die Bühne geht, das macht auch keinen Spaß. Also irgendwann kommt auch, wird man auch daran gewöhnen. Und das ist auch, das macht auch Spaß, auf die Bühne zu gehen und dem Publikum was zu vermitteln. Und was gemeinsam ist, auch mit Orchester oder mit Kollegen auf der Bühne einzigartig in dem Moment entstehen zu lassen. Ich habe schon einmal zusammen mit der Rheinischen Philharmonie Koblenz gearbeitet. Das war aber schon ein paar Jahre her. Und das war eine sehr schöne Zusammenarbeit und hat mir auch wirklich sehr viel Freude gemacht. Und ich freue mich sehr auf dieses Mal. Die Arbeit mit Tian Wayang ist geprägt von einer großen Professionalität. Das heißt, sie kommt wirklich als Solistin perfekt vorbereitet, mit einer vor allem perfekten Vorstellung davon, wie sie das machen möchte. Und das ist dann auch sehr überzeugend. Und dann ist die Arbeit natürlich sehr angenehm, weil es geht dann relativ zügig zusammen, weil man, denke ich, als Dirigent oder auch als Orchester schon weiß, in welche Richtung sie möchte. Und ich denke, da auch gerne mitgeht, weil es schon eine sehr ungewöhnliche Frau ist, bei der es Spaß macht, zusammen Musik zu machen. Ritual vom Konzert, das nimmt man sich immer so schön vor, wenn man jung mit der Laufbahn anfängt, dass man denkt, ich muss nachmittags 2 Stunden gut schlafen, ich muss davor das und das essen und ich muss mich entspannen, ich muss Yoga machen, was weiß ich. Endeffekt, nach so und so vielen Jahren, nach so und so vielen Terminen ist man eigentlich nur froh, dass man pünktlich mit Kleid und Schuhe und alles sonst, was man eigentlich fürs Konzert notwendig braucht, pünktlich vor der Bühne stehen kann. Das ist dann schon super Ritual, dann, da ist man schon froh, dass es klappt. Und ihre Art Geige zu spielen, ich mag dieses direkte, diesen Mut zum Risiko, diese Vitalität, das ist schon was ganz Tolles, was sehr Einmaliges, was sie, wie ich finde, auch sehr einmalig macht und auszeichnet. Schon einen Drang irgendwie für die Leute zu spielen und was mitzuteilen und was in dem Moment was Spontanes zu vermitteln. Und das hat mir schon immer gelegen und auch immer Spaß gemacht. Tian Wayang. Hier im Konfuzius-Institut in Frankfurt treffen sich Chinesen und Deutsche regelmäßig zum Spieleabend. Allerdings geht es dort um weit mehr als Gesellschaftsspiele. An diesen Abenden tauschen die Teilnehmer auch ihre Kulturen aus. Und ein ganz natürlicher Schwerpunkt dabei ist die Sprache. Ich bin der Meinung, dass Chinesisch eine sehr schöne Sprache ist. Von der Betonung her hört sie sich fast gesungen an. Das begreifen die Lernenden schnell. Die Sprache bietet eine Vielfalt, sich auszudrücken. Dabei gibt es allerdings kaum Grammatik. Die Sprache ist sehr romantisch. Wir haben eine große Auswahl an Wörtern, um verschiedene Gefühle darzustellen. Deshalb finde ich, dass Chinesisch eine sehr schöne Sprache ist.
Gesprochen wird an diesen Abenden aber tatsächlich vor allem Deutsch, damit jeder mitspielen kann. Gemäß der chinesischen Tradition wird am liebsten Mahjong gespielt. Die Geschichte von Mahjong ist mehr als 2000 Jahre alt. Man spielt es zu viert. Wenn man es spielt, ist es sehr entspannend. Nebenbei kann man sich auch über den Alltag unterhalten. Man tauscht sich eben einfach aus. In China spielen wir besonders gerne an Feiertagen, wie zum Beispiel am chinesischen Neujahr. Es geht lebhaft zu und macht uns sehr fröhlich. Manchmal spielen wir auch mit ein bisschen Geldeinsatz. Wenn wir bei Mahjong nur die Grundregeln anwenden, ist es ein sehr einfaches Spiel. Natürlich gibt es auch sehr komplizierte Spielregeln. Und außerdem hat jede Provinz in China auch noch ihre eigenen. Wir haben jedoch diesen Spieleabend organisiert, damit wir durch Mahjong den Deutschen das Spiel näher bringen können. Und wir hoffen, ihnen zusätzlich eine besondere Atmosphäre bieten zu können. Ein bisschen chinesische Kultur. Auch wollen wir Ihnen zeigen, wie sich Chinesen untereinander verhalten, damit Sie hier nette Freundschaften schließen können. Sie sollen außerdem ein Gefühl dafür bekommen, wie sich Chinesen amüsieren. Was man durch Mahjong lernen kann, ist zum Beispiel das Zählen von 1 bis 9. Einfache Ausdrücke wie Chi und Pong im Spielzug können sie auch lernen. Das Wichtigste für uns ist, dass die Teilnehmer durch die Spieleabende mehr Interesse an China entwickeln, das Land besser verstehen und eventuell sogar Lust haben, die Sprache zu erlernen. Unser Konfuzius-Institut organisiert recht viele Aktivitäten. Der Spieleabend ist dabei nur eine von ihnen. Unser Ziel ist es, dass so mehr Freunde unser Konfuzius-Institut kennenlernen. Es gibt sehr viele Leute in Deutschland, die unser Institut nicht kennen. Wir bieten nicht nur chinesische Sprachkurse an, sondern auch viele unterschiedliche AGs. Bei dem Spieleabend möchten wir, dass die Menschen in einer leichten und spielerischen Atmosphäre in den Genuss der traditionellen chinesischen Spiele kommen. Außerdem können wir hier Freundschaften schließen. Chinesen und Deutsche, die sich für die jeweils andere Kultur interessieren. Das ist das Ziel von unserem Spieleabend. Mein Lieblingsspiel ist tatsächlich auch Mahjong, weil man es einfach mit der ganzen Familie spielen kann. Außerdem kann man sagen, dass es ein Gesellschaftsspiel sowohl für Alte als auch für Junge ist. Wenn man zusammenspielt, kann man zusammen ein bisschen runterkommen. Deshalb mag ich Mahjong immer noch am liebsten. Das größte Projekt seines Lebens. Der 44-jährige Ausdauerläufer Kai Markus Jong ist auf seiner Seidenstraße unterwegs. Den ganzen Weg von Hamburg nach Shanghai. Wo ist er gerade? Was macht die Kondition, wenn man fast jeden Tag einen doppelten Marathon läuft? Hier ist das aktuelle Update aus dem Mission Control Center.
Herzlich willkommen hier aus unserem Mission Control Center. Wir begleiten ihn auf seinem Weg von Hamburg bis nach Shanghai. Nicht etwa mit irgendeinem Verkehrsmittel, er ist zu Fuß unterwegs. Er läuft und läuft und läuft. Kai Markus Chong ist mir zugeschaltet, heute leider nicht mit bewegten Bildern, aber ich hoffe, wir haben ihn zumindest am Ohr. Hallo Kai Markus. Hallo nach Deutschland, ich höre euch gut und deutlich. Das ist doch schon mal schön. Wo befindest du dich denn gerade geografisch? Geografisch gesehen zwischen Woronesch und Wolgograd im Nirwana. Heute ist Materialtest. Ich laufe also heute den ganzen Tag ohne Viktor und habe deswegen auch meinen großen Rucksack dabei und alles an Mann. Ja, und ich habe hier schon mal deine Instagram-Seite aufgerufen. Wer dich tagtäglich bewegt sehen möchte, der kann da gerne mal reinschauen. Du hast hier ständig neues, tolles Bildmaterial da, was man auch abspielen kann. Wie sieht denn der Plan aus für heute? Also heute bin ich den ganzen Tag ohne Viktor unterwegs. Ich habe sozusagen alles dabei für die 60 Kilometer. Es gibt keine Versorgung unterwegs und ich laufe heute querfeldein über Felder und durch Wälder und selten der Straße entlang. Okay. Ich habe ja immer gesagt, du hast weit über 2000 Kilometer bisher beschritten. Es ist schon weitaus mehr. Es sind über 3000 mittlerweile, richtig? Genau, die 3000er Marke haben wir geknackt. Jetzt haben wir die Hälfte bis zur chinesischen Grenze fertig. Und ungefähr 25% der Gesamtstrecke. Und wir sehen, man kann auch immer dich verfolgen, wunderbar bei runmysilkroad.com oder auch auf dieser Facebook-Seite. Du befindest dich gerade ja irgendwo, ja, hier sehen wir dich und deinen Begleiter, auch den Viktor, der dich ja immer mit dem Auto begleitet. Gott sei Dank, muss man sagen. Du befindest dich gerade so ein bisschen im Niemandsland. Täuscht das? Nein, heute bin ich im Niemandsland. Wie gesagt, Viktor ist heute nicht dabei. Heute bin ich ganz alleine unterwegs und Viktor wartet auf dem Endpunkt für die heutige Tagesetappe. Gut, Kai Markus, nächstes Mal bekommen wir dich wieder im vollen Bild, hoffe ich mal, und dann auch wieder bewegt. Wir drücken dir ganz doll die Daumen, dass die Gesundheit hält, dass du weiterhin durchhältst, dass du bald die Grenze erreichst von Russland weiter nach Kasachstan und dann irgendwann auch tatsächlich in China ankommst. Vielen lieben Dank dir. Ni Hao Deutschland ist die Sendung über Chinesen in Deutschland und Deutsche in China. Denn Hunderttausende leben mittlerweile im jeweils anderen Land und bringen ihre Kultur und Lebensart mit. Deren faszinierende Geschichten erzählen wir Ihnen hier jeden Tag. Für heute allerdings sind wir am Ende. Deshalb seien Sie bitte auch morgen wieder mit dabei. Bis dahin sage ich vielen Dank und auf Wiedersehen. Xie Xie Ning, Zai Tian.